Willst du zu mir nach Hause gehen? Ich habe eine Menge Leckereien. Oh, ich glaube, mein Magen knurrt. Ich bin hungrig. Total. Du bist hungrig? Ich hab hier was. Schau dir diesen Koch an. Gleich werde ich Essen für Kate machen. Wie wär's denn mit einem schönen Rührei? Ich werde ihn ein bisschen aufmuntern. Was ist denn mit mir los? Was soll das? Ich kann nichts verstehen. Dieser Koch kommt an den Tisch. Hä? Wo bin ich denn? Was ist denn passiert? Jetzt wird's Zeit für Emma. La la la, ich mag diese Farbe. Ich schüttel dich mal. Ah, was ist denn mit mir los? Das gefällt mir nicht. Ups, wo bin ich denn? Wer bist du denn? Die dritte Teilnehmerin bin ich. Oh, das ist ja schön. Ich setze mich zu euch. Na, seid ihr bereit für die neue Challenge? Ich wünsche mir so ein Gelee. Mach das für mich. Alles klar. Das kann ich schaffen. Gelee? Ich habe Fanta. Erstmal den Deckel öffnen. Oh, wieso ist das so schwer? Oh, so langsam klappt's. Na komm schon. Ach, doch nicht. Ah, ich habe eine Idee. Halt mal fest. Noch ein bisschen und... Nein, 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 nein. Gib mir sofort die Flasche zurück. Och, Menno. Jetzt habe ich so viel verschüttet. Pass auf, verschluck dich nicht, Emma. Ach, ich liebe diese Fanta. Aber wir sollen ja ein Gelee machen. Da werde ich einfach Honig hinzugeben. Oh, riecht köstlich. Davon muss ich was probieren. Schmeckt einfach super. Richtig schön süß. Davon will ich mehr. Oh, kipp das in die Flasche. Ah, du hast recht. Ich soll ja das Gelee machen. Ah, bist du eine Naschkatze? So ist gut. Jetzt kann ich was da reintropfen. Moment. Na komm schon. Noch ein kleines bisschen. Oh, ich habe nichts mehr übrig. Ich muss mir was anderes überlegen. Moment, ich hab's. Wo willst du denn hin? Oh ja, genau das, was ich brauche. Ich hoffe, die Bienen haben nichts dagegen, wenn ich mir diesen Bienenstock nehme. Oh. Oh nein, bloß nicht das. Seid nicht wütend auf mich. Ich wollte doch nur ein bisschen Honig. Lass mich in Ruhe. Oh, gerade noch mal gut gegangen. Na, jetzt habe ich genug Honig. Oh, so viel davon. Schmeckt super. Na also, noch ein kleines bisschen. Ab in die Flasche. Und jetzt den Deckel schließen. Und jetzt alles gut durchschütteln. Oh, und was mache ich jetzt? Ah, ja, natürlich. Ich muss diese Fanta einfrieren. Na also, jetzt heißt es abwarten. Mein Kessel ist bereit. Ich habe eine wunderschöne Spinne. Eine prächtige Kakerlake. Und ein Zweig Wermut. Und eine Zauberfeder. Eine unglaubliche Pille. Und natürlich einen kleinen Zaubertrank. Und fertig ist mein magisches Gelee. Wobei, Moment mal, ich habe die Tintenfisch-Tentakeln vergessen. Jetzt muss ich alles schön umrühren. Und fertig ist mein herrliches Gelee. Ich nehme mir Hubba Bubba. Der schmeckt richtig lecker. Wunderbar langer Kaugummi. Genau das Richtige. Das alles kommt jetzt in den Mixer. Das, was ich brauche. Jetzt schließe ich ihn und mixe alles gut durch. Jetzt brauche ich den besten Honig überhaupt. Wunderbar, genau diese Qualität brauche ich. Der kommt mit in den Mixer. Und schon habe ich wunderbares Kaugummi-Gelee. Probieren wir mal. Oh ja. Jetzt wird das vorsichtig in eine Flasche gegossen. Und jetzt mit etwas flüssigem Eis abgekühlt. Oh, schaut euch das an. Mein Gelee wird das leckerste sein. Sieht schick aus. Und außerdem
gebe ich da noch ein bisschen Glitzer mit hinzu. Magischer, kühlender Glitzer. Ich glaube, mein Gelee ist fertig. Oh, was für eine riesige kalte Flasche. Schaut mal. Womit soll ich denn anfangen? Ich nehme mir diese blaue Flasche hier. Oh, wow. Ja, das schmeckt wunderbar. Was ist das denn? Eine Biene? Wie seltsam. Was soll ich jetzt probieren? Oh, diese rosa Flasche sieht toll aus. Schmeckt lecker. Wow, daraus kann ich sogar eine Kaugummiblase machen. Das ist die dritte Möglichkeit. Sieht ganz schön unappetitlich aus, aber ich probiere trotzdem was. Na, gar nicht schlecht. Ah, was ist denn mit mir los? Davon probiere ich nichts mehr. Der Kaugummi hat gewonnen. Menno. Diesmal wünsche ich mir einen Lutscher. Der soll wunderschön sein. Ich weiß, wie ich ihn zubereiten werde. Ich brauche die Hände von diesen Puppen und einen kleinen Topf. Der Topf kommt auf den Herd, da kommt Zucker rein und etwas Wasser. Alles schön umrühren. Mein Lutscher wird die beste Farbe haben. Ich meine natürlich schwarz. Oh ja, das wird auf jeden Fall gut. Jetzt kommt diese Masse in ein Glas. Und da stecke ich jetzt die Hand rein. Nach einer Weile ziehe ich die Hand wieder raus. Und fertig ist mein verbrannter Zucker. Sieht aus wie ein Ärmel von einem Abendkleid. Was soll ich denn machen? Ich nehme mir einen Löffel. Da kommt Zucker drauf. Und den werde ich ein bisschen erhitzen. Oh, das macht ja Spaß. Oh, der brennt ganz schön stark. Ich sollte was probieren. Ah, das war ganz schön heiß. Versuch das Ding abzukühlen. Du hast recht. Du kommst in die Tiefkühltruhe. Na also. Oh ja, wunderbar. In diesen roten Sirup gebe ich Zucker. Oh, herrlich. Das wird ein gutes Bonbon. Jetzt noch ein bisschen umrühren. Yeah, jetzt ist es fertig. Was für ein nettes Würstchen ich hier habe. Das muss ich ausrollen. Bellissimo. Jetzt verbinde ich die rote Wurst mit einer weißen. Und jetzt drehe ich beide zu einer Schnecke ein. Herrlich, genau das, was ich wollte. Na, wie geht's meinem Lutscher? Ich frage mich, ob er kalt geworden ist. Oh nein, der ist ein bisschen zu kalt. Ah, das hat wehgetan. Aber dafür weiß ich sicher, dass er kalt ist. Schaut euch meinen Lutscher an. Wow, die Qual der Wahl. Was ist das denn? Es riecht ganz schön eklig. Nee, das will ich nicht probieren. Das sieht ja seltsam aus. Riecht aber gut. Das ist ja Zucker. Was? Das ist doch die Hand von meiner Barbie. Wie konnte sie nur? Wow, dieser Lutscher gefällt mir. Genau so einen habe ich mir gewünscht. Oh, der schmeckt ja super. Ja, der ist am besten. Ja, habe ich doch gewusst. Ich habe auch gar nicht dran gezweifelt. Ein letzter Schliff und ich wünsche mir eine Wassermelone. Was für eine große Wassermelone, voll cool. Wie soll ich dich öffnen? Mit der Faust vielleicht? Och, Menno, wieso geht das nicht? Ich werde einfach eine Kettensäge benutzen. Gleich mache ich das. Ah, du spritzt mich doch voll. Ja, mich auch. Sei doch vorsichtig. Nein, sorry, das macht viel zu viel Spaß. Genau das, was ich wollte.
Das sieht ganz schön unappetitlich aus. Ich werde das um einiges besser machen. Also, ich schneide ein Stückchen raus. Das brauche ich nicht. Jetzt nehme ich mir einen Mixer und mixe das Fruchtfleisch schön durch. Und schütte es aus. Wer braucht das schon? Jetzt kippe ich Gelatine in eine Schüssel und gebe ein bisschen Wasser mit rein. Schön umrühren. Und einfärben. Und wieder umrühren. Von solchen Schüsseln brauche ich 6 Stück. Und jeder hat eine andere Farbe. Sieht ja eklig aus. Du bist eklig. Schau mal, was ich mache. Ich kipp zuerst das rote Gelee rein. Dann das orangene, das gelbe, das grüne. Alle Regenbogenfarben eine nach der anderen. Und jetzt schließe ich die Wassermelone wieder. Super. Was ist denn hier los? Ich werde dich noch kaputt machen. Aua, mein Arm tut weh. Meine arme Hand. Ah, du tust mir leid. Ich werde dir helfen. Ah, okay, meine Hände sind gerettet. Heißt das, ich kann nicht mehr weiterschlagen? Ja, so in etwa. Schau, ich helfe dir. So einfach war das? Wieso habe ich das nicht geschafft? Tja, das will gekonnt sein. Ich brauche einen Löffel. Und das war's auch schon. Fertig. Guten Appetit. Womit soll ich anfangen? Mit der Wassermelone. Ich hole mir ein Stückchen raus. Und probiere es. Schmeckt nach ganz normaler Wassermelone. Hä? Was ist das denn für ein Gehirn? Irgendwie habe ich keine Lust drauf. Wobei, insgesamt schmeckt das halt eben wie eine Wassermelone. Und was ist das denn? Muss ich die Wassermelone etwa aufschneiden? Na okay, schauen wir mal, was da drin ist. Wow, das sieht ja toll aus. Unglaublich. Ich habe noch nie so eine Wassermelone gesehen. Das ist die beste und leckerste, die ich je probiert habe. Sie hat gewonnen. Was hast du gesagt? Nein, die Wassermelone hat gewonnen. Das ist voll unfair. Ich frage mich, was uns erwartet. So, ich bin fertig. Ich wünsche mir ein Sandwich. Alles klar. Ah, das schaffe ich ganz sicher. Wir können doch anfangen, oder? Zuerst muss ich das Brot in Form eines Sechsecks machen. Hier kommt ein Stück Käse drauf. Das schneide ich auch aus. Appetitlich. Hier kommt eine Chilischote drüber. Und ein bisschen Tabasco-Soße zum Würzen. Oh, ist das scharf. Genau das, was ich wollte. Hier kommt noch ein Stückchen Brot drauf. Und ein kleines Wurstkreuz. Jetzt muss ich die Dinger noch ein bisschen flambieren. Ist das nicht gefährlich? Na gut, ich benutze einfach einen Toaster. Da kommen meine Brotscheiben rein. Jetzt nehme ich mir diese wunderschönen bunten Streusel. So ist gut. Sieht schick aus. Da kommen noch Gummibärchen drauf und Marshmallows. Und noch ein paar Geleebohnen. Oh, das wird das beste Sandwich aller Zeiten. Oh, irgendwie kriege ich den Toaster nicht zu. Na also. Ah, das hat wehgetan. Oh ja. Die sind ganz schön heiß, aber ich bin mir sicher, die werden richtig lecker schmecken. Was macht ihr denn da, Mädels? Schaut mal her, so macht das ein echter Profi. Ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse. Der Turm gefällt mir. Jetzt nehme ich mir Cheetos, zerkrümel die. Tunke das Sandwich da rein. Nee, gefällt mir nicht. Ich schlage ein Ei auf, vermische Eigelb mit Eiweiß. Dippe da mein Sandwich rein.
Und jetzt dippe ich es nochmal in die Krümel. Ein bisschen Öl in die Fritteuse. Das wird einfach unglaublich gut schmecken. Es wird Zeit, mein Sandwich rauszuholen. Oh ja, na das nenne ich doch mal ein Sandwich. Guten Appetit. Such dir was aus. Womit soll ich anfangen? Mit dem hier vielleicht. Oh, das sieht ja appetitlich aus. Wow, einfach richtig köstlich. Zu schade, dass das Sandwich so klein war. Was ist das denn? Sieht ja seltsam aus. Richtig schön bunt. Schmeckt lecker, da sind Bonbons drin. Und was ist das? Oh, sieht ganz schön eklig aus. Muss ich das etwa probieren? Mann! Ist das scharf! Helft mir! Ich brauche ein bisschen Wasser. Oh, oder ein leckeres Sandwich. Das war das Beste. Yeah, ich habe gewonnen! Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss!